Moin aus Hamburg zum 6. Teil My First Trade. Heute geht's um Pip und Pipette. Ja, und nehmen wir uns kurz Zeit für dieses Thema, denn es zählt zu dem Grundwissen, was alle Trader haben sollten. Falls Sie mit diesem Thema nicht vertraut sind, sollten Sie, und das ist der Risikohinweis, noch nicht auf einem Live-Konto handeln. Fehlendes Wissen ist oft ein Grund für erfolgloses Trading und natürlich Fehler, die man da macht. Pip. Pip ist eine Angabe für die Preisveränderung zwischen zwei Währungspaaren. Diese Angabe ist ähnlich wie bei einer Pflanze. Wenn eine Pflanze von 16,4 cm auf 16,8 cm wächst, dann ändert sich ihre Größe um 4 mm. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Forex-Grafik hier an. In diesem Beispiel haben wir den Euro-Dollar. Euro-Dollar bewegt sich von 1,1050 auf 1,1051. Dann beträgt dieser Werteinstieg die vierte Stelle hinterm Komma, nämlich einem Pip. Das sehen wir also sehr, sehr schön, die 1 hier auf der rechten Seite. Beispiel: Pip bezeichnet man normalerweise die vierte Dezimalstelle eines Devisenkurses. Von dieser Regel sind Währungen, die mit den japanischen Yen enthalten, ausgenommen. Bei Währungspaaren mit den japanischen Yen beträgt ein Pip 0,01, das heißt die zweite Stelle hinter dem Konne, und bezeichnet man so die zweite Dezimalstelle. Kommen wir zur Pipette. Mittlerweile geben die meisten Broker die Kurse nicht 4 und 2 Nachkommastellen, sondern eine Nachkommastelle mehr an mit 5 oder 3, je nachdem, welches Währungspaar man handelt. Diese zusätzliche Dezimalstelle entspricht einem Zehntel eines Pip und wird als Pipette bezeichnet. Beispiel hierfür ein Pip, 1,1051, hier ist die 1, die schwarze im Hintergrund ist Pip, British Pfund US-Dollar 1,30,54,3, das nennt man also die fünfte Stelle eine Pipette. Hier nochmal als Beispiel, der British Pfund US-Dollar bewegt sich von 1,30,54,2 auf 1,30,54,3. Dann beträgt der Werteinstieg eine Pipette, also 0,00001. Hier im MetaTrader 4 oder auch 5, sehr schön zu sehen. Hier wird die Pipette so angezeigt, hier in diesem Beispiel 1,3067, dann sieht man die 0 zu dem Spread 1,3684. Und 0 und 4 ist, wie gesagt, Ankauf und Verkauf, die Pipette. Hier haben wir nochmal so eine Pip-Karte euch vorbereitet. Hier sieht man die einzelnen Dezimalstellen. Dann kommen wir weiter zur nächsten Berechnung. Berechnen wir den Pip-Wert. Also der Wert eines Pip ist für jedes Währungspaar unterschiedlich. Ja, es sind im Allgemeinen sind drei Varianten notwendig, um einen Pip-Wert zu berechnen. Einmal die Pip-Größe, dann den Wechselkurs, ja, den Wechselkurs zum Basiskurs und natürlich die Positionsgröße. Beispielrechnung des Pip-Wertes, Formel für die Berechnung. Hier seht ihr einmal nochmal die Berechnung. Viel wichtiger, meine Damen und Herren, um jetzt mal wieder in die Praxis zu gehen, ist auch die Auswahl des Kontos. Führst du dein Konto in Dollar, führst du dein Konto in Euro oder in Schweizer Franken und, und. Hier mal nochmal ein Beispiel für den USD-Yen. Ja, und hier sehen wir die Lot-Pip-Größe 0,01, das Kürzel, dann die Basiswert, Wechselkurs 1,1056 und die Positionsgröße im Devisen, wenn wir um einen Pip reden, ein oder auch ein Lot, sind immer 100.000 Dollar. Und hier sehen wir nochmal in der Folie, unten der Pip-Wert mit der Formel beträgt 9,04 US-Dollar. In dem nächsten Paar nehmen wir den USD-Kanadisch-Dollar. Hier auch wieder 100.000 Dollar an Wert, aber durch die Umrechnung und Berechnung haben wir hier einen Pip-Wert von nur 7,44 Dollar. Letztes Beispiel hier ist der Euro-Dollar. Auch hier ein Pip-Wert und auch der Wert 100.000. Ja, und hier beträgt sich ein Pip 10 US-Dollar. Meistens sind wir nicht an dem Pip-Wert in der Kurswährung interessiert, sondern in der Kontowährung. Und daher muss es sofort ermittelte Pip-Wert nun in die Kontowährung umgerechnet werden. Die Formel sehen wir hier. Ja, das heißt, wenn wir ein Währungspaar machen und dort einen Pip-Wert haben, berechnen, müssen wir das noch einmal transferieren in der Kontowährung. Das Ganze wird hier nochmal dargestellt in Form des Beispiels im Euro-US-Dollar. Und hier gibt es die zweite Variante der Kontowährung im US-CAD.
Ja, und das sieht alles kompliziert aus, meine Damen und Herren. Das wird aber automatisch vom Broker durchgerechnet und Sie sehen letztendlich dort Ihren Unterschied im Konto. Warum wir das Ganze hier nochmal angesprochen haben zum Abschluss, ist natürlich, weil man kann nicht per se sagen, du verdienst 10 US-Dollar pro Punkt oder pro Pip, sondern es kommt darauf an, was für ein Währungspaar du handelst und in welchem Währungspaar oder in Währung dein Konto geführt wird. Das war der sechste Teil und ich freue mich schon auf die nächste Woche und wünsche allen einen schönen Nikolaustag.